Nach dem Herunterladen und Entpacken der Materialien zu dieser Lektion hast du diesen Ordner vor dir und hier drin hat es drei Übungen, jeweils als Word-Datei und immer dazu auch ein entsprechendes PDF. Im PDF siehst du, wie es dann am Schluss ausschauen sollte. Ich empfehle dir, das jeweils ein bisschen so nach drüben zu legen, damit du immer wieder einen Blick darauf werfen kannst. Ich zeige dir jeweils nur das Grundprinzip des Vorgehens und mache die Übung dann nicht fertig. Deine Aufgabe wäre es dann, jeweils so einen Abschnitt selbstständig noch fertig zu machen, bevor es dann im nächsten Film mit dem nächsten Abschnitt weitergeht. Wichtig ist, dass du immer wieder speicherst, damit also deine Arbeit nicht verloren geht.